Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Heute möchte ich gerne die Druckwasserpumpe austauschen. Jenes Teilchen hier. Das ist eine Druckwasserpumpe. Im Gegensatz zu diesen Tauchpumpen ist die außerhalb des Wasserkanisters verbaut. Und ja, das sollte jetzt nicht so schwierig werden. Ein bisschen Strom, ein bisschen die Anschlüsse vom Wasser und eventuell die Pumpe einstellen. Ja, warum ich sie austausche? Wir fahren jetzt bald in unserem wohlverdienten Urlaub, Dänemark übrigens. Also wer da noch Tipps hat, bitte gerne reinschreiben. Spots oder Sehenswürdigkeiten, wie auch immer. Ja. Aber bevor wir im Urlaub fahren, würde ich ganz gerne die Pumpe wechseln, weil die macht so komische Geräusche. Ja, unser Günther macht Geräusche. Die Wasserpumpe ist so ein bisschen, ich vermute mal, dass die kurz vor kaputt ist. Und das möchte ich natürlich im Urlaub nicht haben. Ja, deswegen werden wir jetzt gleich mal die Druckwasserpumpe austauschen und ja, da ist relativ simpel dran zu kommen. Hier beim Günner hat er da so eine Außen-Service-Klappe, wo man da überall sehr gut drankommt und aber auch von oben kann man auch noch das eine oder andere erledigen. Zeige ich euch gleich mal. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Quick and dirty. Pumpe rein, Pumpe raus. Neue Pumpe rein, einstellen, wenn nötig und schön ist und hoffen, dass dann dieses komische Geräusch weg ist. Zur Pumpe selber, wie gesagt, das ist eine Druckwasserpumpe von Sureflow. Die kann oder die heißt Trail King 7. 7 bedeutet 7 Liter Wasser pro Minute Fördermenge, 12 Volt, 20 PSI. Ich glaube, das sind 1,6 Bar. Ja, und man kann sie hier vorne einstellen, also den Pumpendruck. Und ich glaube auch, wie sie anspringen soll. Zwei Kabel dran, plus minus, 4 Puffer. Da kommen auch die Schrauben durch und damit werden sie dann am Boden befestigt und gut ist. Beziehungsweise hier kommen dann noch diese Wasseranschlüsse bei, da ist noch so ein Wasserfilter dran. Das lasse ich alles. Hier kommt schon Wasser raus, das heißt, die lief auch mal getestet und für gut befunden. Bestellt bei Amazon, kam aus England. So, okay, pack mal's. Jo, also vom Prinzip ganz einfach. Wir müssen hier die Kabel abmachen, diese Reichwasserverbinder, Wasserrohrverbinder abmachen. Und dann gibt es hier unten 4 Schrauben, da so, ganz simpel. Und dann können wir sie erstmal rausnehmen und den Wasserfilter machen wir dann später ab. Wie diese Reichwasseranschlüsse funktionieren, hatte ich auch schon mal gezeigt. Wenn das noch interessiert, der möge bitte hier oben mal schauen. Da habe ich so ein Schnittbild mal gemacht, so einen Querschnitt aufgesägt. Auch ganz interessant. So, jetzt geht's los. Muss ich euch echt mal gucken, wie ich das platziere. So viel Platz ist jetzt hier nicht.
So, da ist er. Jetzt müssen wir den ganzen Schisselapeng hier abbauen. Den Wasserfilter. Hoppala. So, den Wasserfilter und eben diese Reichdinger hier. Das machen wir dann auch mal eben. So. Und das sollte man nicht tun, was ich gerade gemacht habe. Da wird der sitzen nass. Gut, da wir jetzt ungefähr 738 Grad Celsius haben im Schatten, trocknet das wieder in Millisekunden. So, 24er Maul am Start und dann kann man hier die Dinger lösen. So, dann machen wir die auch direkt mal dran. Aufpassen, da ist so eine kleine Gummidichtung drin. So. Und den Zachel hier, den können wir so als Hebelarm nehmen und dann direkt abdrehen, da wo der Filter dran ist. Ne? So, da haben sie so ein Dichtungsband dran, auch gut. So, der Filter, den kann man einfach abschrauben. Ui. Sehen da drin. Also lohnt sich auch mal sauber zu machen. Und das mache ich jetzt mal eben. So, das ist wieder sauber. Schauen wir schön zusammen. Handfest. Handfest. So, hier war ja so ein Teflonband dran. Hab ich auch. Ist angenehm so mit dem Wind. Dann machen wir hier das Teflonband dran, ne? Dass es schön fest wird. So. Fertig. Müssen wir da noch Kabelschuhe dran machen. Und dann haben wir es. Hier so Kabelschuhe drauf, aber ey, kennt ihr alles. Das ist alles kein Hexenwerk. So. Dann sieht das so aus. Ja, wenn du das alles gemacht hast, dann Einbau. Einbau in umgekehrter Reihenfolge wie den Ausbau. Ganz simpel. So, bei der Gelegenheit kann man auch gleich noch mal ein bisschen durchfeudeln. So, die alten Schrauben stecken wir dann wieder da rein. Thank you.
Alles mal. Also das Prinzip ist richtig geil. So, mal wieder Ströme drauf. Und dann sollte es das gewesen sein. Hier wieder die Kabel dran, alles dicht und alles fest. Jo. Und an dieser Schraube kann man jetzt den Druck einstellen. Bevor wir das machen, erstmal wieder Wasser auf den Tank. Übrigens die Pumpe kann auch trocken laufen, dann macht ihr nichts aus. Die hat da so einen Thermoschalter drin. Wenn die zu warm wird, dann schaltet die sich einfach aus. Und wenn die Temperatur wieder passt, schaltet sie sich wieder an. Also da könnt ihr schon mal nichts kaputt machen. Sehr schön. So, ich hole jetzt mal Wasser. So, wenn dann Wasser drauf ist, Pumpe anmachen, Luft aus den Leitungen und wie immer, ne? Da ist man. So, wenn dann Wasser drauf ist, entlüftet ist und dergleichen, dann stellen wir die Pumpe ein. Und zwar geht das mit diesem kleinen Kreuzschlitz-Schraube in der Mitte. In der Bedienungsanleitung steht, den Hahn so öffnen, dass der Wasserdurchlauf unter dem Durchschnitt liegt, also nur so ein bisschen. Die Pumpe sollte sich aus- und wieder einschalten, jedoch muss die Zeit, während der die Pumpe ausgeschaltet ist, mindestens 2 Sekunden betragen. Ich würde sagen, das ist gut. Wenn nicht, kann man ja jederzeit nochmal einstellen. Das heißt, jetzt habe ich gar nichts eingestellt an dieser Schraube. So wie sie vom Werk kam, passte es zumindest bei mir. Ja. Gucken noch einmal, ob alles dicht ist. Jo. Kein Wasser, kein gar nichts. Alles furz trocken. So, das gefällt mir. Vom Geräusch her machen wir die Tür zu, dann hören wir uns mal das Geräusch an. So, hört sich deutlich besser an, ist deutlich leiser, schlägt nicht mehr nach, dieses Papapapapapap, macht es alles nicht mehr. Ich werde die alte nicht wegschmeißen, die lege ich mir hinten rein für alle Fälle mal. Und ja, das war's. Ich bin zufrieden. Einbau ist relativ simpel, also bitte gar kein Problem. Und das kann jeder selber machen. Ich hoffe, dass das jetzt erstmal wieder ein paar Jahre hält. Und ja, jetzt freue ich mich auf meinen Urlaub oder auf unseren Urlaub. Ich nehme Christine mit und euch nehme ich auch mit, wenn ihr mögt. Schaut doch mal bei
Instagram vorbei. Da werden wir auch noch einiges an Bildern posten. Da seid ihr wahrscheinlich auf den neuesten Stand oder auf den frühesten Stand. Ich weiß nicht, wie Internetverbindung da in Dänemark ist, etc. pp. Ja, also bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video aus Dänemark. Danke fürs Zusehen. Tschüss.